So, da ich wissen will, wie es weitergeht, machen wir natürlich direkt weiter. Oder ich für meinen Teil zumindest. Ich flitze jetzt mal zum nächsten Punkt. Wir sind ja hier durch mit Jagen. Wir könnten jetzt natürlich noch weiter jagen. Denke ich mal, das können wir aber nachher noch machen. Ist kein Problem. Ich denke, da haben wir noch Gelegenheit zu. Jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Jetzt sucht er seinen Freund. Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, Mist. Alter. Oh, ein Bär. Ui. Wo kommt der denn her? Wo will er hin? Fetz. Shit. Ey, geil, den ersten Bären. Bärenfett. Jawollo, Bärenpelz, Bärenkrallen und drei Pfeile haben wir auf ihn verschossen. Ja, wir legen uns sogar schon hier mit Bären an. Wie geil ist das denn? Krass. Heftig. Wahoo, du hast mein Leben gerettet. Vielen Dank. Schenkst dir. Oh, wieso war noch ein bisschen Bär dabei? Was ist das nicht? Er hat richtig abgesagt. Ich hatte einen guten Lehrer, ja cool. Jagdlektion, Sequenz 4. Mission beendet. Ah, immerhin haben wir ein bisschen aufgeholt. Haben die das alte Dorf wieder aufgebaut, ne? Ja gut, die können natürlich so ein Riesendorf nicht einfach stehen lassen, denke ich. Oh, die Älteste. Ein denkwürdiges Erlebnis. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Silenzio! Da ist Bock. Haben wir genau gesehen. Da links steht er, glaube ich. Was ist das jetzt? Hallo? Hallo? Ich weiß, du fragst dich, warum wir diese Wälder nicht verlassen, warum wir nicht anderen Kanadien KK in den Krieg ziehen. Heute Nacht wirst du Antworten bekommen. Na dann. Unser Dorf liegt auf den heiligen Böden. Das ist unsere Pflicht vor allen anderen Dingen. Das ist eine gute Frage. Wieso quietscht die denn? Hui. Was ist das denn? Ein Splitter. Ohne Horde Tiger. Was ist das? Ja, das haben die auch gerade gefragt. Wow.
gerade nicht mehr da. Willkommen, Wächter. Lol. Lol! Bist du? Bist du ein Geist? Ja. Betrachte mich als einen solchen. Wo bin ich? Du bist, wo du vorher warst. Wenn du fragen willst, was du im Moment siehst, wir nennen es den Knoten. Von hier werden Wahrscheinlichkeiten berechnet, auf dass der richtige Pfad gewählt wird. Welcher Pfad? Und dann... Was? Ladebildschirm. Aber nur kurz. Oh, lol. Kollisionen in der Luft vermeiden. Aha. Sind wir jetzt hier der Adler oder was? Yo, fette Sache. Was hast du mit mir gemacht? Eine Form gewählt, die deiner Kultur entspricht. Wäh. Sie erleichtert uns die Navigation. Sie erleichtert uns die Navigation, yo. Alter! Wir haben Jahrtausende auf deine Ankunft gewartet. Yeah. Du. Wow. Wow. Du das letzte Stück bringst. Auf dass er die Tür öffnet. Geil. Brauchst du nicht. Deine Worte verursachen Schmerz. Jawollo. Das war runter, runter. Ah, shit. Du bist wichtig, Kim. Viel wichtiger als du je wissen willst. Im Geheimen bereiten sich Mächte darauf vor, das Land unter ihre Kontrolle zu bringen. Wenn das geschieht, wird das Heiligtum verletzt. Mhm. Oh, scheiße. Nein! Alter, wie geil ist denn die Sequenz hier gerade? Du bist aus einem besonderen Stammbaum. Früher, heute, in der Zukunft. Viele sind mit dir verbunden. Viele, die Welt veränderten, wie sie verändern werden. Und das sollst auch du. Ich rief dich, damit du von deiner Pflicht erfährst. Du musst das Heiligtum vor denen schützen, die unser Werk vernichten wollen. Welches Heiligtum? Welches Werk? Wow, saugeil. Davon hat Tim nichts erzählt. Bleibst du auf deinem Weg, kommt es zu einem schlechten Aussagen. Sehr geil. Kurzzeitiger Zugriff wird die Region destabilisieren. Dein Dorf und seine Bewohner werden zerstört. What? Was soll ich also tun? Das verfehlst du von der dich beinahe auswählen wird. Suche dieses Symbol. Welches? Ja, das da. Wohl der Assassin, okay. Zunächst musst du folgen. Oh! Shit! Nein, niemals ist shit. Ein denkwürdiges Erlebnis. Aha. Mission beendet. Ja, wir haben leider den Zusatz nicht gekriegt. Ich will noch weiterfliegen! Geil. Weiter. Jetzt Connor. Eine 2D-Blume lacht uns an. Kein Problem. Der Rest ist toll. Da können wir über 2D-Blumen hinwegsehen. Überhaupt kein Problem. Ah, oh, Herr Drücken. Man sieht es. Ja, er malt erstmal das Zeichen der Assassinen auch in den Sand. Wo hast du dieses Symbol gesehen? Ja. Geist zeigt es mir. Sie sagt, ich würde einen Mann treffen, der mir den weiteren Weg zeigen wird. Die Männer von jenseits des Tals werden zurückkehren. Ich wüsste das schon lange. Und du
Auch wenn du es lieber ignoriert hast, wir haben geschworen, diesen Ort zu beschützen. Doch du hast auch recht. Die Welt ändert sich und wir können es nicht ewig verstehen. Ich werde nicht hier sitzen und auf das Ende warten. Dann gebe ich dich frei, du darfst gehen. Aha, super. Warum hast du deine Meinung geändert? Weil ich deine nicht ändern konnte. Direkt Klaus sagt dabei, nimm dies. An einem Ort im Osten ist Quint, was du suchst. Dort habe ich dieses Symbol gesehen. Treffen wir ihn doch. Such dein Symbol und finde deinen Weg. Saugeil, Erinnerung synchronisiert, Sequenz 4 beendet. Hammergeil, ey. Im Südbezirk finden. War ich zuvor eins? War das alles ein Fehler? Die anderen Dorfbewohner, sie dachten, ich wollte das alles. Ich hätte es selbst gewählt. Doch ich selbst hatte nie so gedacht. Nein, es war nicht mein Wunsch. Es war vielmehr meine Pflicht. Denn wenn nicht ich, wer dann? Tja, das ist hier die große Frage, ne? Sollen wir hier? Schnellreise niemals. Genau, wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Witzknicker. Ach du Scheiße. Ja, da geht er nicht hoch. Hätte mich jetzt auch stark gewundert, ehrlich gesagt. Da auch nicht. LOL. Entschuldigung. Puma in Kanaha entdeckt, ja. Könnte man so sagen. Direkt im Puma-Gebiet, oder was? Hartes Brot, ey. Ich wollte doch gar nicht den Puma töten. Menno. Ah, der ist so krass. Der ist noch krasser als Jason, ey. Hammer. Wenn der jetzt noch die Ausbildung zum Assassinen ausmacht, ne, dann ist das richtig übel. Alter Scheiß, die Wand an. Guckt euch bitte mal dieses Teil hier an, ey. Ah! Verdammt. Wollte ich gar nicht. Ey! Stopp, Fury. Nicht so schnell.
mich denn jetzt hin zu dem Aussichtspunkt? Gibt's doch nicht. Da ist ein Kelch. Was ist das denn bitte? Hinkebeins Klunker. What? Oh, fuck on! Oh. Das war nicht so gut. Das war ein bisschen zu tief. Hat er noch die Markierung gesetzt auf Hinkebeins Klunker? Nee. Suchst du eine wahre Herausforderung? Dann geh doch mal runter zum Lagerhaus, mein Freund. Da gibt's echte Kämpfe. Jagdgesellschaft von Neuengland. Verzieht euch. Ich wollte eigentlich zu den Klunkern. Da. Mit Jagdbeute im Wert von 500 Pfund handeln. Mit Köder und Fallen ein Tier fangen. Aha. LOL, Flachkörper oder was? Ja, das war auf jeden Fall ein Flachkörper. Schläger, was ist denn das alle? Was kommt denn da gerade alle? Bitte reingeflogen. Heimlich 10 Gegner töten, ohne bemerkt zu werden. Einen Offizier eliminieren. Alter Vater, was ist das alles? 5 Gegner bei einer einzigen Attentatsserie eliminieren. 25 Gegner mit der versteckten Klinge eliminieren. Ach, das sind alles so jetzt Sachen, die insgesamt kommen, wa? Da haben wir noch was vor, Junge, meine Freunde. Jetzt versuche ich gerade irgendwie zu den Klunkern zu kommen. Das war ein Hase. Das ist so ein Vieh. Ah! Looper. Nein! Lol. Ich muss hier schon lang, du, sonst haben wir ein Problem. Ach so. Hä? Hier sind Spuren. Irgendwelche Viecher mal wieder. Hirsch hat hier getrunken. Ja, das kann sein. Also nur mit Gerenne kriegen wir den aber, glaube ich, nicht. Versuchen weiter hochzukommen. Hase! Noch einer, mein Gott! Wir müssen auf jeden Fall irgendwie weiter hier in die Richtung. Jetzt ist das richtig übel, ey. Man ist richtig frei jetzt. Sau krass. Er klettert hier den Baum hoch. Das ist ja der Wahnsinn. Genau, hier wollte ich eigentlich die ganze Zeit hin. In der Hoffnung, dass wir hier zu den Klunkern kommen.
darunter liegt wieder der Puma, ne? Kann das sein? Ah! Scheiße. Oh ja. Ja, komm du oder ich. Ja, ja, Puma, komm. Da haben wir gerade einen Fehler entdeckt. Ich mal ganz toll behalten. Okay. Zum Geier sind denn diese Klunker jetzt? Da! Oh shit! Ich dachte, er springt da rüber. Och Menno, ich will doch nur wissen, was für Klunker das sind. Verflucht. Was ist das denn? Wie groß ist das denn hier? Alter Schalter. Hammerhart, ey. Hammerhart. Komm, wir probieren das jetzt nochmal. Ist mir jetzt egal. Wir probieren das einfach nochmal. Ich glaube, wir bleiben aber ein bisschen weiter unten. Wir müssen ja sowieso nicht so weit hoch. Na komm, runter. Komm ich denn da jetzt runter? Eine haben wir schon mal. Lol, wie geil. Alter Schalter, was für eine geile Kulisse, ey. Mein Gott. Wow. Was anderes fällt mir da nicht so ein. Ohne Scheiß nicht, ey. Meine Güte. Hier ist noch eine Feder. Das ist Schnellreise. Das ist ins Dorf, ne? Ich will aber eigentlich gar nicht schnell reisen. Oh, verdammt. Ah, Schande! Das war so eigentlich nicht geplant. Naja gut, wir haben ja jetzt diese Klunker, die haben wir ja jetzt. Dann würde ich sagen, machen wir uns erstmal wieder auf den Weg. Nein. Ich will eigentlich nur eine Markierung setzen. Ich will gar nicht per Schnellreise dahin. Toll, die Markierung ist gar nicht da. Renn ich einfach in die Richtung, ist mir jetzt egal. Ich weiß ja ungefähr, wo es lang geht. Ah, der springt aber auch ohne Skrupel überall runter. Hammerhart. Ja,
Hey, viel beibringen braucht er dem aber nicht mehr. Hier hast du eine Waffe und mach, was du immer machst. Mehr wird's in dem Training wohl nicht geben, glaube ich. So. Ich würde sagen, wie wir da ankommen und wie wir da hinkommen vor allen Dingen, seht ihr in der nächsten Folge Let's Play Assassin's Creed 3. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder mit dabei. Bis dahin.